Haha, well, hello there, das war viel zu schnell. I've been looking forward to speaking with you, Uncle. Ja, er wohl auch. It's been some time since we last met, Elisa. And these must be your classmates. I thought you were raised with better manners than this. Did you not think to make an appointment before seeing me? You apologize for the sudden intrusion. However, I'm afraid the business we came here for simply can't wait. Is that so? Wir entschuldigen uns übrigens auch, dass wir alle deine Wachen quasi umgebracht haben, aber das ist am Rande. We're short on time, so let me get straight to the point. You don't belong behind that desk. You just don't have what it takes. So I think it's about time you drop this pathetic act and return to it to its rightful owner. Really now? Those are some very provocative words coming from you, Sister Angelica. You took advantage of the chaos caused by this war to imprison the chairman of the Rainford Group and steal control from her. And as if that weren't shameful enough, you steal her home and treat it like your own. How can you call yourself a noble? Maybe it's not clear to you how angry I am. I'm annoyed with Father as well, but your actions are an utter disgrace. Thank you, Angelica. Now get yourself out from behind the desk before I have to drag you my way. I have no intention of standing back and allowing you to bring shame to the Rockner family name one second longer. You really are so much like your father. You two limit your own potential through that wretched, worthless sense of pride, and for what? You won't even bother to stake his rightful claim as Supreme Commander of the Noble Alliance. He leads one of the prestigious four great houses, and yet he consistently sits back and lets others rise above him. Pitiful, no? I'm sure he'd be none too pleased to be called pitiful by you of all people. But that's neither here nor there. I intend to settle my differences with Father soon enough. Just as soon as I finish arresting you. Ha! Fools, a lot of you. Director, please, won't you consider backing down on this? I ca came here to try and return the Rainford Company and the city to the way they used to be. You've always had a respectable position in the company. What will it take to get your cooperation? I'm afraid nothing you say will inspire me to back down, Elisa. This is a nation at war, and your naive line of thinking isn't going to cut it anymore. Okay, was kommt jetzt? Natürlich, was zur Hölle? Active Camouflage? Another Archaism? It's huge! Seven targets located, switching to elimination mode. Combat abilities analyzed. Deploying Shigeru Units. Okay, was seid ihr? Was zur Hölle? We're surrounded. It couldn't be. Isn't this blatant stand similar to your screen? Ja, das denke ich mir auch. Seems there's an 8-leaf skill programmed into it. I thought you seemed oddly relaxed given the circumstances. Now look who has the upper hand. I'll tell my brother that you died in a most unfortunate accident. I'm sure he'll buy it. Mit Sicherheit. Shigeru units deployed successfully. Commencing elimination of all targets. Here it comes. We can't afford to lose. Let's take it out. Okay. Das könnte interessanter werden, als ich mir erwartet hätte. Vor allem, was zur Hölle sind diese anderen Viecher drumherum? Was machen die? Tokuyami. Oh, das war einiges an Schaden. Holy fuck. Okay, das war gar kein Schaden. Und das war was? Aha, okay, keine Magie, oder? Das ist nicht so schlimm. Damit kann ich leben. Vor allem, weil nur Emma nicht getroffen wurde. Das ist nett. Das ist sehr nett. Okay, ich würde gerne mit Motivation anfangen. Eigentlich mit doppelter, aber ich glaube, das kann ich mir gerade nicht erlauben, weil ich muss gleich S-Kopf nutzen. Und am besten auf 200, deswegen kann ich nicht direkt alles verschwenden hier. Oh, ich glaube, ich setze zumindest deine schon mal ein, damit ich die Ads loswerde. Wobei die wahrscheinlich neu geholt werden, oder? Wahrscheinlich sollte ich davon ausgehen. Ach, egal, ich kann gerade nicht anders.
Die sind auf jeden Fall schon mal weg, nämlich jetzt. Erstmal. Wie gesagt, erstmal. Mal sehen, wie lange das was bringt. Wogegen bist du anfällig? Gegen gar nichts, aber gegen Statusverringerung. 200 sogar. Und AT-Delays auch ein bisschen noch. Okay, das ist sehr schön. Das heißt, ich kann auf jeden Fall mal richtig debuffen hier. Bringt mir gar nicht so mal so viel gerade. Aber ich kann nicht delayen. Wenn ich treffe. Was ich nicht tue. Schade. Rin. Das kannst du gerade echt nicht leisten eigentlich. Das kannst du gerade echt nicht leisten. Boah, ich würde gerade sehr, sehr gerne die Stärke debuffen, aber... ich meine, die Verteidigung debuffen schon mal, aber ich muss jetzt gerade mal Rin ein bisschen heilen, ein bisschen sehr heilen sogar. Ja, alles andere geht gerade schnell genug. Thanks. Er darf jetzt nicht verrecken eigentlich. Na, schade wäre er auch nicht. Aber egal, ich wollte sicher gehen. Dann noch eine Motivation direkt. Dann geht's gleich ans Debuffen am besten. Time to shine. Nachdem du deinen Escape reingehauen hast. Nein, warte, warum? Das ergibt gar keinen Sinn. Das ergibt gar keinen Sinn. Ach, egal. Egal, passt schon, ne? Passt schon. Alles gut, Toaster. Alles gut. Du machst, was du machst und du hast Spaß dran. Das ist schön. Moikyo! Was auch immer. Kann ich weiterlesen. Inside hat er. Das ist nicht nett. Das ist sehr nicht nett. Absolut sehr nicht nett. Ah, mal sehen, wie er ausweicht. Aber das Debuffen sollte klappen. Naja, das klappt optimal eigentlich ziemlich. Ah, Mann, Rin. Sei nicht so ein White Knight. Auch wenn es die richtige ist, aber egal. Mal sehen, wie viel Schaden das jetzt macht. Einiges, aber trotzdem. Das wird nichts, das wird nichts. So wie ich es jetzt angefangen habe, glaube ich, hätte das besser anfangen müssen direkt. Ich muss Rin wieder heilen. Ich bräuchte Elisa eigentlich, glaube ich, zum Heilen vernünftig. AOE halt, oder halt Eldit, aber Eldit habe ich nicht dabei. Die haben ja sogar die CP. Ich könnte die ganze Zeit also... Warum habe ich darüber nie nachgedacht? Ich habe darüber noch nie nachgedacht, dass ich die CP von meinen Support-Mitgliedern auffüllen kann vor dem Kampf auch und dann durchsuchen kann, um die S-Cops auch noch zu nutzen. Ja, okay, das mache ich in Zukunft vielleicht mal. Nur so als kleine Idee. Ganz ehrlich, darüber habe ich nie nachgedacht, dass sowas möglich ist. Obwohl es eigentlich ja logisch ist. Naja, egal. Heilen bitte ein bisschen und CP auch auffüllen. Signal Guard Reactor, okay, es kommen wieder die anderen. Das ist aber in Ordnung, denn ich werde jetzt das hier nutzen. Dann sind die Ents wieder weg. Und es wird nochmal Schaden. Bam. Also ist es doch eigentlich dann recht simpel, oder? Jetzt nochmal drauf ein bisschen. Ja, Burst kann ich jetzt leider nicht nutzen, wie gesagt, aber passt schon. Er heilt sich halt ständig. Ist halt grauenhaft. Vielleicht switche ich jetzt einfach mit dir gegen 4 erstmal, weil sie 200 hat. Und nutze das auch direkt. Oho, das macht ja mal gar keinen Schaden, holy fuck. Scheiße. Ich glaube, ich werfe dich schon wieder raus direkt aus der Party, muss ich sagen. Jetzt hole ich nämlich mein Ass aus dem Ärmel. Laura. Füll deine CP auf und buff dich und hau da richtig rein mit einer S-Croft. Am besten, wenn er schon unter 50% ist und dann weiß ich auch nicht, was ich genau vorhabe eigentlich. Ach Mann. Ich fülle jetzt einfach gerade generell mal wieder CP ein bisschen auf, glaube ich. Versuch's jedenfalls. Dabei kann ich Lisa ja gleich auch ein bisschen helfen. Jetzt sind alle drei Ads halt dran, das ist kacke. Ihr könnt den auch noch heilen! Okay, fuck my life. Holy shit. Nein, ich muss den Kampf anders angehen. Ich muss diese Ads auf jeden Fall immer sofort loswerden, bevor sie dran sind. Ich meine, Laura kann jetzt ihre Escort gleich nutzen, aber das hat keinen Sinn mehr. Das hat gerade absolut alles keinen Sinn mehr. Ja, ihre Escort ist jetzt voll aufgeladen. Doch, das ist eine ganze Menge. Das ist alles gerade eine ganze Menge. Okay, wir müssen das anders angehen. Wir müssen auf jeden Fall anders angehen, das Ganze hier. Wir brauchen mehr Geschwindigkeit vor allem. Wir müssen seine Geschwindigkeit debuffen, glaube ich. Und wir müssen einfach alles anders machen. Okay, ich lass mich sterben und mach das nochmal ein bisschen anders. Okay, ich versuche jetzt mal als erstes so viel Schaden wie irgendwie möglich zu machen. Und zwar werde ich jetzt erstmal mit dir schon mal 25% Buff drauf machen. Das dauert jetzt halt ein bisschen, aber das ist schon okay. Dann werde ich mit dir... Will ich impeden?
versuche zu impeden und am besten die auch noch irgendwie zu treffen und dann passt das vielleicht irgendwie irgendwas. Weiß ich nicht. Also, nicht impeden, ich meine AT-Delay. Ist doch egal. Jedenfalls dafür sorgen, dass das Spiel dran ist. So, ich will nämlich mit Emma dann noch die Waffen, bevor ich aber dann gleich die S-Cops reinhaue. Logischerweise. Und dann können wir richtig, richtig viel Schaden eigentlich reinhauen. Hoffe ich jedenfalls mal. Kann ich mir noch irgendwas anderes Sinnvolles gerade tun? Ich könnte... Ach, ist jetzt schon... Ach, du hast den Buff gar nicht... Okay, schade. Das hat schon mal nicht geklappt, also. In anderen Worten. Dann versuche ich stattdessen erstmal... Deine Stärke zu Debuffen. Schön. 50% soll das sein. Ist aber nur für einen Angriff halt. Das ist kaum was. Das ist quasi gar nichts. Aber trotzdem relevant, weil er sehr, sehr viel Schaden macht. So, dann motivieren. Es klappt leider alles nicht so gut, wie ich wollte. Absolut nicht. Aber immerhin. Ja, ja. Oh, fucking shit. Oh, Rin ist... Wann ist Rin wieder dran? Da unten erst. Holy shit. Ich muss auf jeden Fall eine Eske vorher nutzen. Eine Eske muss ich vorher mindestens nutzen. Also hier Debuff drauf. Und ja, ich würde sagen Angelica. Darf schon mal vorher. So. Das macht ja schon eine Menge Schaden, auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Aber er heilt sich direkt wieder voll. Fuck mal, Alter. Ich weiß nicht, wie ich dagegen vorgehen soll, dass er sich voll heilt. Also, er heilt sich ja nicht voll, aber er heilt sich ziemlich schon. Ne? Also, fast eine ganze S-Craft und eine ziemlich starke S-Craft auch noch. Das ist echt nicht okay, so gar nicht. Was soll ich dagegen bitte machen? Stärke kann ich weiter debuffen hier. Ist wahrscheinlich auch besser so. Wenn ich den treffe. Och, komm schon. Weil, guckt euch an, wie viel Schaden das macht, mein Gott. Wie soll ich das denn überleben? Das ist absolut nicht in Ordnung. Das ist absolut gar nicht in Ordnung. Ja, mehr Motivation halt, ne? Wie gesagt. Das sind über 50%, was das angeht. Jetzt wäre gleich die richtige Zeit, um wahrscheinlich jetzt einen S-Cops reinzuhauen. Wenn wir nicht alle verrecken würden. Okay, nur Angelica stirbt. Immerhin. Sind eh schon ihre S-Cops genutzt, natürlich, aber trotzdem pisst es mich an. Aus offensichtlichen Gründen, denke ich mal. So. Jetzt der Debuff. Was nichts bringt, weil jetzt nicht mal die CP auf 200 gerade sind. Alter, könnte ich kotzen. Das bringt gar nichts gerade. Gar nichts. Nein, kann ich nicht machen eigentlich jetzt. Es wäre eine komplette Verschwendung von allem. Ich weiß nicht, Overdrive nutze. Machen wir. Das sollte ich öfter machen. Ich meine, ich kann es ja zweimal sogar nutzen im Kampf. Also warum mache ich das nicht einfach mal? So. Ein normaler Angriff. So. Bitte Burst aufladen. Und jetzt, auch wenn das wahrscheinlich dämlich ist, aber rein da. Und jetzt direkt das rein da. Trotzdem, gerade mal 12 Minuten, der heilt sich jetzt wieder, ne? Ja. 3/4 tot jetzt nur noch. Und er ruft wieder jetzt. Super, absolut super. Und ist direkt nochmal dran, natürlich. Sarah ist am Sterben auf jeden Fall. Oh, ich muss jetzt irgendjemanden eintauschen gegen Elisa zum Heilen, auf jeden Fall. Am liebsten natürlich Angelica, weil die tot ist. Aber das geht ja nicht, ne? Ich muss ja sie sein, damit ich sie eintauschen kann. Was natürlich recht blöd ist, aber wann ist sie wieder dran, wenn ich sie wiederbelebe? Lohnt sich das? Wann ist sie dran? Nach Rin erst. Oh, scheiße, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ja, dann sollte ich jetzt nicht eintauschen, glaube ich. Gegen Elisa zum Heilen schon mal. Das hat sonst keinen Sinn gerade. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach das da drauf. Vielen Dank. Sind die Ads halt dran. Direkt. Ja, ich muss das jetzt machen. I'm sorry. Auch wenn er nicht gedebufft ist, aber immerhin sind die Ads dann weg. Immerhin sind die Ads dann weg. Aha, okay, das war nicht so schlimm. Hab schon Schlimmeres erlebt auf jeden Fall heute. Eine ganze Menge schlimmere Dinge. Ja. Stärke Buff, Stärke Buff.
Oh, was kannst du noch? Du kannst natürlich AT-Delay, aber wir brauchen mehr Debuffs. Ich muss eigentlich eine debuff-stärkere Party drin haben. Aber ich habe keine debuff-stärkere Party gerade, weil ich kann keine Quartz-Teile jetzt mehr ändern. Naja, das bringt alles nichts. Ich könnte das hier noch nutzen, ne? Natürlich. Vielleicht bringt das ein bisschen was, wenn wir ausweichen können besser. Und CP werden damit ja auch regeneriert. Das habe ich ganz vergessen. Holy fuck, warum habe ich das vergessen? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es absolut nicht. So. Weiter das drauf. Wir sind die Lane. Burst. Bringt auch einiges eigentlich. Würde ich mal behaupten. Oh, ich würde sagen fast, ich bereite gerade alles vor, dass ich gleich möglichst optimal mit Laura Overdrive nutzen kann. Dann ihre CP darin vielleicht noch auf 200 kriege, um dann eine S-Kopf mit 1 zu setzen, während sie noch auf Stärke gebufft ist. Wenn ich das hinkriege, wäre das fucking geil. Aber auch nur wenn. Und eigentlich traue ich mir das nicht zu. Ich traue mir das gar nicht zu. Wen will ich gleich gegen Laura ja, eintauschen, ist die Frage. Wahrscheinlich Elisa. Aber dann vorher auf jeden Fall nochmal heilen. Ja, nicht motivieren jetzt. Bitte mach mal irgendwas. Och, egal. Mach Delay drauf. Mach Delay drauf. Mach, dass er später dran ist. Das ist immer gut gerade. Das kann ich gerade sehr gut gebrauchen, alles. Holy fuck, wann er erst wieder dran ist. Das ist gerade echt gut. Oh, wie mache ich das? Am klügsten. Will ich es jetzt schon nutzen? Ich nutze es danach. Den Debuff. CP plus 50. Das kannst du ja auch. Warum weiß ich nicht, dass sie das kann? Ach, das geht doch nur auf eine Person, deswegen habe ich es nicht genutzt. Okay, das ist in Ordnung dann. Dann bin ich gar nicht so dumm, wie ich dachte. Alles gut, alles gut, alles gut. Ist er gegen Elemente anfällig? Nein, ne? Nein. Dachte ich mir. Wir machen jetzt schon den Debuff drauf und machen den gleich mal drauf einfach, weil warum nicht? Schaden ist ja immer gut eigentlich. So. Mach weiter den Delay drauf. Wir müssen einfach nur noch Delay drauf machen. Eigentlich ist das gar nicht so blöd. Angelica auch gleich weiter. Er kommt da eigentlich gar nicht mehr dran, oder? Gefühlt. Ja, er ist nochmal später dran. Jetzt nochmal hier. Delay drauf, 25. Besser könnte es gerade nicht laufen. Er kommt gerade nicht mehr dran. Ich muss jetzt einmal heilen hier. Und dann darfst du eigentlich meinetwegen verschwinden gleich. Wenn du wieder dran bist. Dann hole ich Laura und dann ist es auch eigentlich schon vorbei. Dann ist es eigentlich wirklich schon vorbei, okay. Holy fuck, ist das aber trotzdem ein krasser Bosskampf. Also das muss ich einfach mal so gesagt haben. Holy shit. Hat er immer noch die Debuffs? Warte mal. Hat er wirklich? Weil er einfach nicht drankommt. Weil er einfach nicht drankommt. Holy shit. Das ist so OP. Das ist einfach so OP. So, Stat Down Random. Oh, das klingt gut. Was macht das jetzt? Nichts. Kriegen nichts. Schade. Ich dachte, das wäre jetzt voll sinnvoll, weil er dagegen anfällig ist, aber... Weißt du was? Ich kann mir Laura, glaube ich, sparen mittlerweile. Mittlerweile kann ich mir Laura einfach sparen. Er kommt nicht mehr dran. What the fuck? Ich nutze jetzt gerne noch die S-Kopf, um das hier einen schönen Abschluss zu geben, den ganzen. Aber dann war's das. Wow. Okay, wow. Ich hätte einen ziemlich coolen Plan. Ich hätte ihn damit jetzt auseinandergenommen. Schön jetzt noch, aber... So geht's natürlich auch. Okay, okay. Das ist die Power von AT-Delay, würde ich eher sagen. Holy shit. Ja, damit ist es echt nicht mehr so schwer. Das sollte ich mehr abusen, glaube ich. Holy fuck. So, Radiance Arc. Eine neue Aircraft für dich. Für dich, ja, für dich. Mute, 200%, also wahrscheinlich auf jeden Fall. Und Schaden für alle. Okay. Sehr, sehr cool. Sehr, 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 sehr cool. Tja, was sagst du jetzt, ha? Dein Lächeln immer noch so aufgesetzt wie eh und je, ha? What? We did it. Looks like you're all out of aces now, Uncle. This can't be happening. That had a combinator of Crossbell's Divine Blade of Wind installed into it. How could it be defeated by a bunch of mere children? Its power and speed were impressive, I'll give you that. But that's all it had going for it.
No matter whose data it had programmed into it, it's just a machine without a soul. Oh god, nein. And without its bearer pouring their soul into it, no blade can reveal its true potential. Green is quite right, das klingt nach ziemlichem Bullshit. Aber ja, genau. Ah, spare me your nonsense! Well then you leave me no choice but to call all the archaisms in this building to this route. Don't waste your time. Stürme in blau. Ah, ihr seid auch noch da, wie schön. Mother? Sharon? Huh, I guess everything went alright on your end. It certainly did. All the building security systems are under my control now. Every one of the archaisms inside it have been disabled as well. I'm afraid it's over for you, Master Heidel. Oh, tja. You've got this all wrong. Yes, I was acting under the orders of the higher-ups in the Alliance. I swear on my life, I didn't want to do any of this. Yeah, that's, glaube ich, so was von auf the board. You have my compliments for managing to outwit me. I gained my position by doing the same to the former chairman, so I'm in no position to criticize you for your actions. Oh, okay, cool. I won't fault a man for being ambitious. As a person of similar ambition, you made the correct choice. I did? But waltzing in and making yourself comfortable in my family's home is an offense you need to be punished for. Sehr schön. Oh Gott! Ja, das hat wohl verdient. Damn! What a splendid volley of blows, Madam Chairman. She released your mother, Lisa. Ah, my heart's all aflutter. Ah, that means things are back to normal, I guess. Danach klingt es wohl, oder danach sieht es wohl eher aus. Why are you still standing around here? You can leave everything here to me. Don't you have something else you need to do? Yes, that's true. She's right, let's get going. Right you are. Looks like our escorts are here to pick us up too. A bus? Oh, cool. Da kommen sie mal eben her geflogen, warum auch nicht. Aus dem Nichts. Naja, aus dem Himmel, weil die fliegen, aber ist ja auch irrelevant. Aber was genau haben wir jetzt mal vor? Haben wir noch irgendwas vor? The Courageous. Ja, danke, Reen. It must be here to pick us up. Reen, Angie, I take it everything went well in there? I think it's about time we wrap things up. Hurry and get on board. Now the preparations are all complete. Time for father and I to settle our family dispute once and for all. Ja, okay, gut, dann war es doch das, was ich mir gedacht habe. Dachte aber nicht, dass es jetzt schon direkt kommt, aber doch. Brauchen sie die schon. The next section contains the Divine Knight Battle. You may just equip EX Orbs as necessary. Das ist nett von dir, das ist nett von dir, Spiel, dass du mir das sagst. Dann, ich hab gar nichts, ne? Ich hab echt gar nichts. Das ist natürlich jetzt blöd, aber... Das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Da wird es halt mal ein bisschen kniffliger vielleicht. Vielleicht ein bisschen sehr kniffliger. Ach Gott, ich speichere erstmal. Okay, Mech-Kampf, los geht's. Ich sehe sie schon da unten stehen. Also, geht's los. Ich bin, glaube ich, nicht bereit dafür. Ich glaube, ich hätte echt vorher irgendwelche Upgrades und so halt kaufen sollen oder herstellen. Ich weiß nicht mehr, wie es geht eigentlich tatsächlich. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, das zu tun. Cool, looks like my volunteers are ready to go. I'll see you later. Good luck and take care. Just be careful, okay? Don't worry about me. I'll be just fine. Even should I fell and end up tossed into the fiery depths of hell, I'll crawl my way back up again. For not even hell could take me away from this land rife with beautiful ladies. Surely I have found Shangri-La. What? Okay, quit. You robbed me so much of my brother. Well, okay, ich verstehe, was du meinst, ja. We're all seriously worried about you too. This isn't the time for jokes, Angie. It's serious. You might be going to fight your dad, but this is still a war. Oh, I know. Even if he knows I'm his opponent, no. Because he knows I'm his opponent, my old man won't hold back in the slightest. So neither will I. It took me too long to find you guys. The last thing I want is to be taken away from you forever. Well, as long as you understand what's at stake. Come back safely, Angie.
Yeah, done. Alright, now it's my turn to take care of my own problems. You just sit back and watch, okay? Nah, nicht ganz. Right, okay, dann halt doch. Aber ich will kämpfen mit meinem Mac! Aber du halt auch, okay. Ich verstehe schon. Aber wir kommen auch noch zum Einsatz. Gleich irgendwann. Bin ich mir sicher. Nice. Looks like it works just fine. Lady Angelica. All units, we will hereby begin advancing on the Schwarzdacher Barrier. Brave heroes of Notchia, lend me your strength. It is only with your aid that I will be able to defeat my father and secure this province's rightful future. Yes, ma'am. Ach, sehen sie nicht cool aus, wie sie alle über den Boden gleiten, tun, reden. Fängt wieder gut an. Waren wir schon mal? Das kommt mir nicht bekannt vor, das kommt mir gar nicht bekannt vor gerade. Aber es sieht auf jeden Fall schick aus. Your Lordship! Marquis Rockner, das ist er also. Den habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen, da bin ich mir ziemlich sicher. What is it? Why are you so flustered? I thought you should hear this as soon as possible, sir. The Rheinfeld building has been attacked. Lord Heidel was arrested. What? Are you certain of this? Yes, sir. In addition, Lady Angelica is leading several soldats in this direction. I imagine they are being piloted by a small number of our own. Ah, they're good for nothing, daughter. Huh? Where are you going? Ach, liebe Falken. What do you want? You have to sell the skull of your daughter? Let me lend a hand. I didn't come all this way to do nothing. You stay out of this. This has nothing to do with you or even the Noble Alliance. This is a father disciplining his child for going one step too far. You remain here and stay on alert for the 3rd Armored Division coming from the North Highlands. Ja, gegen den werden wir wohl gleich kämpfen, ne? Look at him getting all fired up. He's alright in my book. Naja, Ansichtssache, ne? Can't say I'm a huge fan of getting in the way of a family matter like this. But this is too good a chance to pass up. Ja, ja. Haben wir nicht sogar schon mal gegen ihn gekämpft damals? Oder haben wir nur gegen Scarlet gekämpft? Ich weiß es nicht mehr. Naja, several hours later. Kommen wir dann wohl auch mal an irgendwann. Oder zumindest die alle. Ich meine, da sind wir jetzt noch nicht dabei, ne? Gehe ich mal von aus. Weil wo auch, ne? Ach, da oben. Okay, never mind that. Wir sind dabei. In der Luft. Und gucken zu. Schick. Warum auch nicht? The situation is really tense down there. It feels like they could start fighting at any moment. Good luck, Angelica. Lady Angelica, something's happening in the fortress. It looks like... Ja, weitere Mechs. Oder auch Soldats, meinetwegen. Can you hear me, Angelica? Father! I'll commend you for arresting Director Rockner and making it all the way to me. But I'm not going to let success go to your head any further. It's time for your father to personally give you some stern discipline for all your transgressions. Your Lordship? It couldn't be. Is he changing her to a one-on-one duel? I knew this is what would happen. Very well, Father. What say you and I get down to business? Rawr! Is that it, Angelica? Is that all your Eastern martial arts can muster? Yeah.
Gah! Please, I'm more concerned for you, Father. You'll need more than just raw strength to win against a Taito practitioner. Ah, say what you will. Your Lordship. Good luck, Angelica. Yep, this is more like watching a family feud than an all-out war. But with robots, you know. I think the robot thing alone makes it pretty different from most family feuds. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Still, at least they can communicate honestly with one another, even if they have to use their fists to do it. The soldiers seem to be completely enthralled by the battle too. The Maki soldier might have the upper hand in terms of raw power and defense. But Angie's clearly spent a lot of time practicing so that she can use her Taito skills with one in hers. Looks that way, yeah. I think this fight will end up being decided by a single moment. Go on, Angie. Oh no! Oh, does it shake those? Yeah, oh, does it shake those? Give up and accept your defeat! You don't stand a chance against this Hector Solid in hand-to-hand combat. So hurry up and resign yourself to the inevitable before yours ends up smashed to pieces with you in it. There's no way to know how a duel is going to end until it's over. That was a little something I learned from a friend who loved a good gamble. Gotta say though, getting all worked up like that can't be good for your blood pressure. You're not getting any younger. Gah, enough! Allow me to finish you off! High quality voice acting! Now. What? Ah. How'd you send a big old thing like that flying? That's a zero impact. Yeah, this fight's done. Oh, den Skill habe ich bisher kaum genutzt, aber. Vielleicht soll ich den mal mehr nutzen, wenn ich nochmal mit dir kämpfen kann. Ach Mensch. That was a close one, but I pulled through in the end. Huh. I didn't expect you to have an ace like that up your sleeve. I suppose that's another thing you must have learned after you ran away from home. You couldn't be less like a noble if you tried. Uncle Haido was right though. Sure as hell take after you. You were the one that taught me that true Erebonian nobles must always be able to stand on their own two feet. Those words have always stuck with me, you know. Bah. It looks as though I have no choice. I admit defeat, Angelica. Looks like it's finally over. Thank goodness, now we can. Bindestrich, Bindestrich. Warum gibt es immer diese spoilernden Bindestriche? Sorry, but this ain't over just yet. What? Crap! Ist das, wer ich denke? Holy fuck, was ist das für ein Vieh? Angie! Was zur Hölle ist das? Holy fuck, okay. Ja, ich hätte Welle mal upgraden sollen, glaube ich. Hab ich gehört. The hell? Giant Soldat Goliath! Nein! Schaufelradbagger! Ist... that another new model? It's gigantic! Und Falcon ist im Inneren. Hey there, your lordship. I came to spoil your reunion. What is the meaning of this? I told you not to interfere. And besides, the battle has already been... maybe so, but with the crimson wings in the sky, I ain't gonna just sit back and do nothing. I've got a job to do, and me and this here Goliath are gonna do it. How dare you harm Lady Angelica? Move away from his lordship at once, such impertinent behavior will not be. Shut it, I ain't got time for weak links. Unless you want to end up dead, stay the hell away from me. Alter, gegen ihn habe ich doch echt keine Chance, Sölle. Aber der hinten, der weggeschmissen wurde, der ist echt gut gelandet, der andere. Okay, doch nicht anscheinend, aber es sah erstmal gut aus. Its power is incredible. But there's no way a soldier that massive moving like that is gonna hold out for long. Come on now, you don't think you can sit back and watch from up there now that me and old and Goliath are out, can ya? Get down here, it's our turn. Rein Schwarzer.
That's him, isn't it? Yep, that's the Vulcan. Wasn't he one of Crow's friends from the Imperial Liberation Front? Yep. Guess he wants a revenge match after losing to us in the mine. What are you going to do, Reen? Almost ready to go at any time. Serve your sudden fighting? I am, he's right. I can't just sit back and watch. It's time we finally settled the score with him. Los, Valdemar, yeah, schönen Night. Und zwar muss ich ihn ja nicht mal beschwören, ey. Also, er kommt nicht erst angeflogen in einer langen Sequenz, in einer viel zu langen Sequenz. Daher. Take care, Reen. He's an exceptionally dangerous foe, to say nothing of the soldier he's piloting. Good luck. Thanks. Also, ja, mal sehen. Mal sehen. There you are. It's the Ashcard at Night. Valdemar. Woo. Ich kriege das schon. Ha, here comes the star of the show. Kick some ass, Reen. Das werde ich wohl, das werde ich wohl. Mit dem Schwert aus dem Nichts. Together we can disable that thing. Vielleicht. Acknowledged. Man, you don't know how long I've been waiting for this. Couldn't ask for a better stage. We got no chance for interruptions. This is perfect. Ja, doch, da sind eine ganze Menge Interruptions um uns herum, aber naja, wie auch immer. So let's do this, Reen Schwarzer! Woo! Yeah! Okay. Das könnte echt schwer werden, habe ich das Gefühl. Sieht jedenfalls danach aus. Mal sehen, ob der Eindruck sich bestätigt. Der Schaden geht erstmal, aber auch nur erstmal halt. Was kann ich alles angreifen? Die einzelnen Arme und den Körper, okay. Ja, fangen wir mal an. Ich denke mal, es wird nicht der Körper sein, also fangen wir mit den Armen an. Gut, der Arm war es schon mal nicht. Du kannst... Nein, du kannst buffen. Du kannst die buffen? Du kannst die buffen, genau. Mach das mal bitte. So, und zwar am besten dann gleich zweimal. Sobald du dazu kommst. Ich teste weiter Angriffe aus. Und zwar sind wir 3 Sterne tatsächlich. Ich probiere trotzdem alles aus. Ah, schade, es klappt gerade alles nicht. Ich sag, der Schaden geht aber auf jeden Fall. Also so schwer scheint es gar nicht zu sein. Erstmal 1 Stern nur, okay, Körper. Wahrscheinlich auch nicht 3 Sterne oder mehr. Oder soll ich noch... Warte mal. Wie weit ist das gerade? Ja, soll ich es machen, jedenfalls zum Verlängern. Und verstärken halt. Gut, dann halt nur den anderen Angriff erstmal. Klappt zwar momentan auch nicht, wie gesagt, aber besser als alles andere, was ich gerade tun könnte, ne? Denke ich mal. Oh, jetzt sollte ich ihn aber impeden. So, drauf da. Und damit auch direkt gebrochen einmal. Der hält echt viel aus. Aber abseits davon komme ich gerade erstmal klar. Ich werde ihn halt immer impeden, wenn er was macht, aber sonst... Ja, kann ich jetzt auch direkt den Lieber verlängern. Es läuft eigentlich erstmal. Natürlich hat er vielleicht noch mehr Phasen, kann ich mir vorstellen. Ich meine, bei so einer langen Lebensleiste ist das sehr gut möglich, aber... Solange ich ihn gedebufft halte, sollte das, glaube ich, gar nicht so schwer werden hier. Ich mache einfach mal erstmal so weiter, bis irgendwas passiert. Okay, er lädt gerade einen Angriff auf und ich habe jetzt gerade nicht mehr genug CP, um zu impeden. Das heißt, ich muss das hätte ich einfach mal angreifen jetzt. Ja, die Frage ist, was davon? Am besten, ich probiere es mit dem Arm. Schade, das war es wohl nicht. Oder zumindest hat es nicht geklappt. Ja, lieber verlängere ich aber trotzdem mal direkt am besten jetzt schon. Nein, danach am besten. Jetzt könnte ich erstmal... Nein, chargen. Weil ich verliere halt gar kein Leben quasi, weil er so wenig Schaden macht einfach. So. Den war nur ein Stern tatsächlich. Der andere Arm. Tatsächlich, okay. Na, noch kein Unite, aber gleich. Gleich beim nächsten Mal dann. Jetzt habe ich nämlich auf mal 5. Okay, was macht das jetzt? Könnte ein bisschen mehr Schaden machen, auch wenn er doppelt gedebufft ist. Denke ich jedenfalls. Okay, es geht aber noch. Wie gesagt, doppelt gedebufft, was will man machen, ne? Das ist halt doppelt so viel Schaden, logischerweise. Jetzt kann ich wieder impeden, aber... Ja, ich impede weiter. Lieber.
Will auf Nummer sicher gehen halt. Ich weiß, es ist so die langweiligste Taktik, die ich haben kann, weil es so halt einfach nur ewig dauert und nichts passiert, aber... So, Unite, danke. Mir ist das lieber, dass ich irgendwann alles nochmal von vorne machen muss, weil diese Kämpfe dauern halt ewig. Und ich meine, auch wenn ich mehr Schaden machen würde und sowas, würde das so viel bringen, dass es so viel schneller vorangehen würde. So, das hat das eine ganze Menge Schaden direkt gemacht. Lieber viel länger. Er brennt sogar noch eine Weile. Eigentlich kann ich mich gar nicht beschweren hier drüber. Bitte. Danke. Unite. Nochmal Sunlight Blade da rein. Gute Nacht. Sag ich dann nur, gute Nacht. Es war nicht schwer, nein. Nein. Ich werde aber trotzdem mal, wenn immer, upgraden bis zum nächsten Abschnitt. Auf jeden Fall. Damit es dann vielleicht etwas schneller vorangeht. Also ich werde auf jeden Fall hauptsächlich mehr Stärke dazu geben, weil das lohnt sich halt so sehr, glaube ich, einfach. Natürlich könnte, wie gesagt, andere Gruppenmitglieder nutzen, wahrscheinlich andere Taktiken benutzen, die schneller vorangehen würden, aber... Warum? Es funktioniert doch. Es funktioniert doch einfach. An impressive achievement, considering how stacked the odds were against him. Oh yeah, that's our Reem! I knew someone who was in the same class as C would put up a good fight. Sure, I might have lost this fight too, but I couldn't have wished for my flame to burn brighter one last time before it went out for good. Oh, das war's dann wohl endgültig mit dir? Ist es wirklich tot? I knew it! Watch out, Reem! Don't get too close! Supporting a frame that huge was putting a massive strain on that thing's orbital engine. It could blow any minute now. And the blast will probably take the whole Soul Dot with it. What? Vulcan! Get out of there quickly! If you don't hurry, you're gonna die! Was ist los mit dir, Reed? Ich will doch, dass endlich mal jemand von denen stirbt. Ich kämpfe schon den ganzen ersten Teil über gegen die quasi so, naja, so nebenbei, so gegen Ende eigentlich nur. Aber egal, und jetzt auch schon eine ganze Weile und... Können die nicht einfach mal endlich sterben? Irgendjemand von denen, außer halt... Wie ist der eine Typ nochmal? Keine Ahnung mehr. Jedenfalls einfach so gestorben ist, als wenn ich dabei war. Ein Crossbell. Super. Sorry, but this is just how I wanted it to be. I did what I set out to do. Can't say I don't have regrets, but I'm satisfied at least. Are you an idiot? If you go and die, it all amounts to nothing! I died a long time ago, oh edgy as fuck. Yeah, I've been dead since the day that the bastard hit Zyazas in Arngerm were slaughtered. At least now I can finally be reunited with Zem and G. Yeah, yeah, G. Gideon war der Name, genau. Anyway, trying to give Skull and Crow the end of to all of this that they want too. Can you do that for me? Sehr, es wird fun. Ja, alle wollen sie sterben, genau. Okay, ich bring die um, keine Sorge, mache ich. Also, Crow vielleicht nicht. Wahrscheinlich bringe ich Crow nicht um, aber. Scarlet kann ich mir so vorstellen. Ja, das war's damit. Und weg ist er. Aber immerhin haben Angelica und ihr Vater überlebt, auch wenn sie noch daneben rumliegen, aber ja. No! Was ist los, Reen? Warum hast du so viel Mitleid mit ihm? Ist doch scheißegal, dass er gestorben ist. Tut mir leid, ich bin vielleicht kein guter Mensch oder so, aber Reen halt vielleicht schon, keine Ahnung. Was this really what V wanted? How did this happen? Ich meine, natürlich, er war kein rein schlechter Mensch, das will ich gar nicht sagen, aber... Trotzdem, keine Ahnung, ich hätte sie nachvollziehen, dass wir nie irgendjemanden umbringen wollen. Einfach, weil... Wir arbeiten noch so lange daran. Und wenn wir nicht umbringen, kommt er doch eh wieder zurück und kämpft nochmal gegen uns. Also komm schon, das ist halt so das Hauptding. Das ist eigentlich der Grund, warum ich will, dass sie sterben. Weil ich dann das Gefühl habe, dass wir einen Fortschritt machen. Weil ich habe das Gefühl, dass wir im ersten Teil halt nichts geschafft haben. Weil... alle, gegen die wir gekämpft haben, überlebt haben und jetzt immer wieder gegen uns kämpfen und wir kommen halt nicht voran, wenn niemand stirbt. Das ist halt einfach der Punkt, ne? Ist nicht so, dass ich denen den Tod gönne, das ist es ja gar nicht eigentlich.